Die letzte Folge von Etrian Odyssey ist schon ein wenig her und ich sage willkommen zurück. Wir spielen endlich mal weiter. Ja, warum hat es jetzt so lange gedauert? Liegt eindeutig an Monster Hunter. Wer hier ein bisschen die Sachen verfolgt, der weiß, dass ich da sehr, sehr viel Zeit gerade investiere. Aber ich habe Etrian Odyssey selbstverständlich nicht vergessen. Auf gar keinen Fall. Denn wir haben noch ein großes Ziel vor uns. Das ist das große Unheil, das große Übel. Hier in Genunga gab in der letzten Ebene, in Ebene 5. Und lange wird es auch nicht mehr dauern, ehe wir beim Endboss angelangt sind. Und ich habe auch nicht mehr im Kopf, was ich als letztes gemacht habe. Ich meine, klar, ich kann mich noch an den Ruler of Heaven erinnern, dass wir den besiegt haben. Und jetzt hier unten auch mit dem Einfu, der hier so schön blau schimmert, das ist der Kollege hier, leichte Probleme hatten, weil der... Der hat zwar nicht so viele Lebenspunkte, aber der ist trotzdem nervig. Denn erstens kann man ihn nur sehr schwer treffen. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt nur physische Attacken sind oder elementare Attacken. Und das andere Schwere ist, der wird sich in allen drei Runden immer auffallen. Und zwar seine komplette Lebensenergie, die er hat. Und ich bin der Meinung gewesen, dass man da den Kopf binden muss. Aber als ich mir die letzte Folge nochmal angeschaut hatte, das ist auch schon ein bisschen her, zur reinen Kontrolle, also ganz normale Fehlerüberprüfung, nur wie man das immer macht bei den eigenen Let's Plays, dann habe ich festgestellt, der hat seinen Heilungsskill, den Effekt, nicht mehr auf uns oder auf sich selber ausgelöst, weil seine Füße gebunden waren. Das war gar nicht die Kopfbindung, die entscheidend dafür gewesen ist, dass wir ihn dann doch etwas leichter besiegen konnten, als zuerst angenommen. Ja, und das muss man wissen. Ja, da sind sie wieder, die weißen Blutkörperchen. Die habe ich schon völlig vergessen. Und jetzt muss ich erstmal ein bisschen reinkommen. Aber die Standardstrategie, die bleibt natürlich immer noch unser A und O. Und ja, bloß gut, dass Chloe noch einen elementaren Angriff mitgenommen hat. Da ist der erste auch schon weg. Ja, und die zweite Fliege, die wird hier nicht viel Schaden machen. Ja, perfekt. 12.360. Ich muss mal gucken, welchen Effekt ich mitgenommen habe vom Café Lagar. Maximale TP-Punkte. Oh. Da ist schon wieder eins dieser blöden Augen. Muss ich direkt mal einzeichnen. Ach ja, und die Animation, die auch so lange dauert, ehe die weg ist. Okay, jetzt habe ich hier wieder eine Wand eingezeichnet. Völlig umsonst. Hat er uns jetzt aufgespürt? Kommt er zu uns? Na, ich hoffe, er läuft jetzt nicht nach links. Macht er auch nicht. Na, das ist schon mal schön. Der ist ja noch ein bisschen beschäftigt. Ne, erinnert euch, für drei Runden kann man sich nicht bewegen. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob da noch... Alles klar, ich sehe gerade, hier geht's noch lang. Aber ich gehe jetzt nicht runter, nur um zu testen. Na, hat er jetzt zweimal die Attacke gemacht? Ne, der hat beim ersten Mal Lebenspunkte verloren und beim zweiten Mal jetzt auch, oder wie? Oder was? Na egal, ich gucke mir das Elend auf jeden Fall nicht an. Ich bin ja froh, dass der beschäftigt ist und ich den Weg ganz sicher von vorne angehen kann. Hm? Ja, und auch hier ist wieder die Abkürzung. Verstehe, alles klar. Ja, ich gebe... Was? Okay. Not good. Ich habe mir eingebildet, dass dort stand, dass es nur eine Einwegespassage ist. Und da habe ich mir dann dreimal überlegt, ob ich da jetzt reingehe oder nicht, aber das ist natürlich keine Einwegstraße, die wir da langstiefeln. Macht ja auch keinen Sinn, weil warum sollte man von hier nach links drüben nur einen einzigen Weg haben? Ja, das macht wirklich keinen Sinn. Ja, und damit ist auch hier die Tür. Also ich warte noch drauf, bis irgendwann so zwei oder drei dieser Viecher ankommen. Also wenn das passiert, dann überlege ich mir, die nicht einfach zu besiegen. Na, dann rüste ich mich eben so um, dass ich alles auf die Beinbindung setze.
So, jetzt ist hier schon mal die nächste Tür und da ist ein sichtbarer Fu. Ja, hier ist noch eine Wand. Mal gucken, ob wir hier was vergessen haben. Nee, hier ist einfach nur ein ganz normaler Weg. Ja, ich mach mal die Karte groß, um mir einen Überblick zu verschaffen. Irgendwo gab es da noch eine Abkürzung. Ja, da ganz unten. Es sieht so aus, als ob wir hier wieder einen Kreis umlaufen müssten und in der Mitte das große Finale ist, dass das Unheil sich diesen Kampfplatz ausgesucht hat. Na, mal gucken. Ich sollte schon mal nicht von uns aus gesehen nach links gehen. Oder vielleicht auch doch. Na, die Frage ist, was passiert denn, wenn ich jetzt nach rechts gehe? Irgendwo muss ich ihn ja abhängen. Nur wenn ich nach links gehe, hänge ich ihn ja auch nicht ab. Ich gehe erstmal eins nach rechts und er hat noch keinen Ton von sich gegeben. Das heißt, er will uns auch noch nicht verfolgen. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie das hier funktioniert. Also, der hier oben, der hier, der ist ja direkt zu uns gekommen. Warum? Kann das sein, dass der erst dann zu uns gekommen ist? Weil das Auge uns erblickt hat? Und wenn uns das Auge erblickt, haben dann hier alle anderen Fuß so eine Art Suchfunktion, dass sie bei Alarmbereitschaft und Alarmauslösung direkt auf uns zugesprungen kommen. Weil dann ist doch bestimmt das Auge hier drin, oder? Ja, 100 pro. Da verwerte ich doch meinen Arsch drauf. Ja, es war klar. Und warum habe ich es nicht gesehen? Ja, jetzt müssen wir dieses Vieh bloß noch da irgendwie reinkriegen. Okay, er hat uns anvisiert. Ah, das sind zwei auch noch. Das ist jetzt Mist. Da war schon mal eine Wand. Und eine Tür ist da auch gewesen, alles klar. Ach nee, nicht. Hier ist wirklich nur eine olle Wand. Okay, da muss ich mir jetzt etwas einfallen lassen. Aber wie komme ich denn jetzt da vorbei? Wie zum Teufel komme ich an den beiden vorbei? Was ich brauche, ist jetzt eine Übersicht der gesamten Karte. Und wenn ich die habe, dann kann ich in aller Ruhe überlegen, was wir da am besten machen können. Und irgendeiner hier unten konnte uns doch in den Steinzustand versetzen. Kann das sein? Waren das diese Erythrozyten? Ich glaube schon. Da unten ist er. Tja, ich muss da vorbeikommen. Ach, oder muss ich vielleicht sogar einen davon besiegen? Oh, crap. Ja, also es sieht schon mal so aus. Ach, hier ist auch noch so ein Vieh. Das sind zwei. Verstehe. Und bei zwei wird es doch bestimmt nicht bleiben. Dann ist doch unten noch einer. Weil wenn ich hier schon den nächsten sehe, ja, dann muss ich die drei irgendwie austricksen. Das heißt, der erste muss oben rein, der zweite muss da unten rein. Da brauche ich so einen perfekten Durchlauf. So einen ganz perfekten Wash. Eine optimale Strecke. Und ich kann leider nicht nach unten gehen. Das heißt, ich muss nach oben. Ich denke, das war eine gute Idee. Oder? Ja, gehe ich jetzt erst nach oben oder erst nach unten? Oh, crap. Okay, das war gar nicht so schlecht. What should we do? Alles richtig gemacht. Jawohl, Applaus, Applaus. Und wieder einmal können wir uns selbst auf die Schulter klopfen. So, hier ist eine Wand. Das heißt, ich habe hier auch nur einen einzigen Durchgang. Da hinten ist die Wand, die wieder nach unten geht. So, und jetzt haben wir auch schon das nächste Problem. Der da oben hat sich befreit.
Ich traue mich aber irgendwie nicht, nach unten zu gehen. Ach, das ist eine Schatztruhe. Nein, Mist. Ja, die können wir jetzt erstmal nicht holen. Ich dachte tatsächlich, da ist wieder irgendwo ein Auge. Aber ist er gar nicht. Diesmal ist eine Schatztruhe hinten versteckt. Ach, blödes Spiel. So ein blödes Nischspiel. Aber egal, die können wir uns noch später holen. Oder offscreen. Meistens sind in diesen Schatztruhen ähnlich so eine mega fetten Sachen versteckt. Also es würde mich jetzt wundern, wenn da irgend so eine Art Formaldehyd versteckt sein würde. Aber wo komme ich denn jetzt lang? Also entweder geht es jetzt ganz rechts nochmal lang. Oder ich muss... Nee. Es kann ja nur hier nach oben gehen und dann irgendwie nach rechts. Und dann nach unten. Oder? Naja, wir haben zumindest einen schmalen Gang. Die Tür wird ordnungsgemäß auch eingezeichnet. So. Ja, mal gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, es muss ja noch irgendwo nach rechts gehen. Oder haben sie es aber hier sehr, sehr arg bemessen? Ach, krass. Da müssen wir echt rumgehen. Vielleicht gibt es da halt nochmal irgendeine Schatztruhe. Oder wieder irgend so eine kleine sinnlose Nebengeschichte, die uns etwas aufhalten wird. Ja, wir machen da Standardprozedere. Oh, und direkt mal in der ersten Runde alle beide weggehauen. Sehr, sehr nice. Nee, gar nichts. Hier ist echt nur eine Sackgasse. Weder eine Story noch ein Item oder irgendein Gegner. Die hätten ja auch hier nochmal so ein böses Auge reinhauen können. Was nun? Chloe hat doch irgendwas gemacht. Ja, hier, tatsächlich. Na, das ist zumindest nochmal das Positive bei dem Spiel. Also ich weiß nicht, warum ich hier die Abkürzung schon wieder nicht gesehen habe. Das lag bestimmt daran, weil ich davon ausgegangen bin, als ich hier oben war, dass hier rechts keine sein wird. Weil es eh schon so schmal ist. Aber habe ich mich getäuscht. Und wenn unsere schönen Abenteuerkollegen nicht noch ihren Mund aufmachen würden und einen Ton von sich geben, wenn wir an einer kleinen, ja, geheimnisvollen Stelle uns aufhalten, dann hätte ich ganz, ganz viele Abkürzungen auch direkt schon mal verpeilt. Ja, und jetzt weiß ich, was ich hier vergessen habe. Ich habe vergessen, mir so Heil-Items mitzunehmen, falls die mich jetzt dann doch in den Versteinerungszustand versetzen. Und das machen die doch bestimmt, weil gegen drei habe ich doch keine Chance. Oder vielleicht machen die es doch erst in der zweiten Runde. Ja. Käse. Echt Käse. Naja, ich kann hoffen, dass ich zukünftig halt nochmal nur auf diese Blutkörper stoße und dass die unseren Fafnir-Knight halt plätten. Ja, das ist Mist, aber ich habe ja zur reinen Sicherheit. Oder habe ich das überhaupt? Habe ich überhaupt Ariana Sweet mitgenommen? Sorry about that. Das muss ich gleich mal nachprüfen. Nicht, dass ich einfach abgespeichert habe im letzten Durchgang und dann ist hier keine Items mehr gekauft worden. Oh doch, zwei Stück noch. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das wäre jetzt richtig katastrophal. Stellt euch vor, wir wären hier ganz hinten im letzten Winkel und wir müssten auf jeden Fall entweder oben den Weg zurück oder unten den Weg zurück, nur damit wir sicher aus der Stadt könnten. Oh, das wäre schrecklich. Das wäre richtig schrecklich. Aber ist ja Gott sei Dank nicht so. Aufatmen angesagt. Übrigens nehme ich diese Runde momentan auf mit Order City. Ich habe sonst immer ein anderes Aufnahmeprogramm für den Sound, für den Ton. Aber ich habe festgestellt, dass wenn ich das mit dem Programm von Order City probiere, dann kann ich noch ab und zu erkennen die Lautstärke der Stimme. Zumindest bei den 3DS-Aufnahmen. Läuft ja alles separat. Ist eine reine Testphase. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder schlecht oder sogar hundsmiserabel. Oh, crap. So, und hier muss ich auch überlegen, was ich mache. Da unten sieht es nicht so aus, als ob es da weitergeht. Oder versperrt er doch den Weg. Na, den kann ich ausdrücken, indem ich einfach hier oben lang laufe. Aber was dann? Jetzt ist die große Frage, was dann? Wenn der da hinten uns auch folgt und es hier nicht weitergeht... Thanks. Hm. This isn't good.
Ach nein, und ich kann auch... Ach, scheiße. Tja. Vor allem, ich habe mich noch gefragt, ob da ein Auge drin sein wird. Und was mache ich? Da laufe ich natürlich genau hier runter, wo eine Sackgasse ist. Und ich zurückgehen kann. Ach, ist doch blöd. Also einer von den Fubus wird mich auf jeden Fall erwischen. Die Frage ist nur, welcher. Oder alle beide, wenn ich Pech habe. Und dann muss ich fliehen. Aber das Schöne ist, die machen nicht ganz so viel Schaden. Das heißt, aus dem Kampf flüchten, das müsste ich noch irgendwie schaffen. Ach man, aber echt blöd. Echt blöd, dass hier auch wieder so ein Auge ist. Ach, was soll's. Na komm, hier. Auf nach oben. Ach, macht er gar nicht. Ach doch. Zu früh gefreut. Ja, I cross the fingers. Das kannst du glauben, lieber Bertrand. Escapen. Auf jeden Fall escapen. Mhm. Wenn du einen Angriff machst, no, dann bin auf TC. Nein, auf ja, wohl, TC ist tot. You couldn't just wait, huh? TC ist tot. Ein Grund zur Freude. Yes, und ich konnte flüchten. Das Problem ist, ich konnte nur mit Chloe nicht flüchten. Und ich habe keinen Nektar mit. Kann das sein? Ja. Und das war's auch schon wieder für diesen Ausritt. Das heißt, ich muss kurz nach oben flüchten. Tja, was machen wir denn jetzt? Speichert euch mal kurz diese Karte hier ab. Denn hier muss ich schneiden, so leid es mir tut. Denn ohne Chloe kann ich den Weg hier nicht weiterlaufen. Ich würde jetzt hier zurückgehen, eins. Und dann nach unten. Oh, crap. Ja, wir können es ja mal kurz ausprobieren. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind... Ach nee, das wird auch nicht funktionieren, weil hier wird doch hundertprozentig auch ein Auge sein. Und da komme ich dann nicht vorbei. Oh, crap. Ja, nee, haben wir erstmal alles richtig gemacht. Ja, was ist richtig gemacht? Wir haben es natürlich falsch gemacht, aber ich bin froh, hier nochmal nach unten gegangen zu sein. Denn damit weiß ich, hier hinten brauche ich gar nicht erst langlaufen. Selbst wenn ich da oben einen austricksen kann... Ja, komme ich hier unten nicht vorbei. Selbst wenn ich jetzt hier nach oben zurückgehe... Ach, und da kommt auch schon direkt der Nächste. Ja, da bin ich jetzt eh in der Falle. Das heißt, selbst mit Chloe müsste ich hier den Rückzug antreten. Na, dann bleibt's dabei. Dann gibt's hier kurz einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Und zwar hier an dieser ollen Tür. Also, bis gleich. Wir befinden uns immer noch hier in dem Bereich und... Es geht immer noch darum, die irgendwie auszutricksen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Als ich hier oben einfach nur den Weg lang gelaufen bin, weil hier die ganzen Abkürzungen sind... ist Folgendes passiert. Ich habe ja gedacht, wenn ich den hier aktiviere, folgt der uns. Das ist ja so eine Art Zielsuchfunktion direkt zu unserem Team hat. Aber das ist ja gar nicht so. Der folgt nicht uns, der folgt einfach nur dem Typen hier. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich das ja hier unten zu meinem Vorteil benutzen. Aber wie soll ich das machen? Weil ich weiß auch nicht, wann die uns anvisieren. Ich gehe mal hier nach unten. Vielleicht ist ja da unten auch der Weg, das kann ja sein. Was sollen wir tun? Nee, da ist tatsächlich einfach nur eine Sackgasse. Ja, muss man ja wissen. Okay. Aber wie kriegen jetzt den da rein? Vor allem, wo ist die Tür? Die ist bestimmt hier hinten, oder? Ich meine, hier ist doch nicht umsonst hier so ein Weg frei. Aber was mache ich jetzt? Wie komme ich da am besten hin? Hier visiert mich noch keiner an. Ich muss immer zwei Felder entfernt stehen. Erst dann kommen die. Hier vielleicht schon? Ne, hier auch noch nicht. Also wirklich nur, wenn wir gerade auf die zustehen. Die Frage ist, was passiert jetzt denn? Wenn ich jetzt hier unten lang laufe? Ach ne, da bin ich in der Falle. Kann ich nicht machen. Ach, wenn ich jetzt wüsste, wie die langlaufen. Ich meine, wenn ich jetzt hier nach unten lang laufe... Aktiviere ich den und der wird dann wahrscheinlich noch nicht verspeist, oder doch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe leider keine Ahnung. Es wäre cool, wenn ein Fu von hier so reinlaufen würde und ich müsste hier stehen, ohne dass die beiden nerven. Oder ich muss erst zu dem, dass der nach unten kommt. Ach, der ist auch blöd. Ach, ich versuch's einfach. Ja, komm hier. Ich versuch's einfach. Jetzt müssten die anderen ja auch kommen, oder? Ja, tatsächlich. Die kommen auch. Ah, not good.
Nee, das schaffe ich schon wieder nicht. Schaffe ich einfach nicht. Nee, haben mich wieder mal falsch entschieden, aber ich habe ja echt keine Ahnung, was ich machen soll. Und wieso zum Teufel macht der so dicken Schaden? Das passt mir auch überhaupt nicht. Oh, wir konnten immer noch nicht flüchten. Käse. Aber der eine läuft unten lang. Der läuft unten lang. Wieso läuft denn er jetzt unten lang? Tja, da müssen wir mal unsere grauen Zellen etwas länger anstrengen. Wahrscheinlich ist das Rätsel gar nicht so schwer, aber ich stelle mich hier bestimmt einfach nur saudämlich an. Ja, jetzt hätten wir unten stehen müssen. Echt schade, dass wir das nicht machen. Ach. Nee, das war Käse. Das war komplett Käse, Mist. Aber was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich muss einfach nur einen da reinjacken. Einen einzigen muss ich hier reinjacken. Wir gucken uns das nochmal an. Und vor allem, ich weiß auch immer noch nicht, wo die Scheißtür ist. Vielleicht sollte ich mir das erstmal angucken. It's us. Ja, Exhaust ist ja schon mal schön. So. Wenn ich jetzt hier... Na, das kann ich nicht machen. Wenn ich eins nach unten gehe und dann wieder nach oben, erwischt mich die Tentakel. Also bin ich schon wieder falsch gelaufen. Scheiße. Ja, Mist. Not good. Na, ist das Käse, ey. Aber wo ist die Tür? What should we do? Und hier komme ich auch nicht rein. Ja, das ist Mist. Good grief. Well, no way around it. Ach, Mensch, ey, was mache ich denn da jetzt? Hm? Leute, ich stehe vor einem Problem. Ei, 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 und die machen auch dicken, dicken Schaden. Und es ist total eine riesen Affenkacke, dass hier... Mann, ey, dass wir hier auch nie flüchten können beim ersten Mal. Das nervt mich auch tierisch an, ey. Ja, klasse. Konnten wir flüchten. Not good. Oh, das sieht jetzt gut aus. Da haben wir jetzt mehr Glück als Verstand. Denn schaut mal, was da unten passiert ist. Der kommt da nicht mehr raus. Und wenn ich jetzt nach unten laufe, wird er uns genau in die Arme fallen. Da ist dieses monströse Killerauge, nämlich den schnappen wird. Oh, perfekt. Beste, was passieren konnte. Yes. Oh, haben wir ein Glück. Da haben wir jetzt aber sau... Ach, guck mal hier. Hier ist die Tür. Auch interessant. Da haben wir jetzt aber ganz schön Schwein gehabt, dass es glücklicherweise so gewesen ist, dass der hier hingelaufen ist und der andere nicht mehr nach oben konnte. Vielleicht war sogar das des Rätsels Lösung. Vielleicht hätten wir irgendwie alle drei hier hinkriegen müssen. Einen hätten wir hier aktivieren müssen. Den anderen nach unten. Ach, geht ja auch gar nicht. Nee, wie willst du das machen? Weil hätte ich ja von oben nach unten gehen können. Na, ist ja auch egal. Ich habe einfach irgendwas übersehen. Nicht genau nachgedacht. Aber egal, wir haben Glück gehabt und das nehme ich doch dankend an. Vielleicht schaue ich mir das Rätsel später nochmal etwas genauer an, um euch zu zeigen, wie man es denn tatsächlich genau machen muss, um hier ohne Schaden durchzukommen und vor allem auch ohne Glück. Denn das kann ich hier so nicht stehen lassen. Ja, da werde ich nochmal ein bisschen Zeit investieren. Was muss schon vernünftig gelöst sein, das Rätsel. Hier nur auf unser Glück verlassen können wir es auch nicht. Wobei, bei Bosskämpfen hilft es ja auch. Manchmal haben wir ja da auch so viel Glück in einem Bosskampf, dass das letzte Quäntchen eben nur überstanden werden kann.
Oh, wir haben ein rotes Blutkörperchen. Greife ich aber trotzdem nicht an, denn die Weißen, die können uns ja, wie gesagt, versteinern. Und ich hoffe einfach mal, dass die Roten nichts Besonderes drauf haben. Ach, und ich habe schon wieder vergessen, mir Teriyaka mitzunehmen, oder Terika, um uns aufzuheilen für den Fall, dass wir eben nochmal versteinert werden. Red Crystal. That's a new one on me. Ja, a new one. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt hier richtig gelaufen bin. Naja, für die Box sind wir schon richtig gelaufen. Medica 4. Aber ich bin zufriedener, wenn ich es langsamer schaffe, zur Abkürzung zu kommen. Wir gucken mal auf die Karte und... Oh, das ist noch ein bisschen... Das ist noch ein ordentlicher Stück. Stück Weg. Ei, ei, ei. Also ein Raum wird wohl noch dabei sein, den wir überstehen müssen, wo ein kleines Rätsel auf uns warten wird. Oder, ja doch, bestimmt. Ja, ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge noch schaffen. Aber wenn ich im Kopf schon mal etwas weiter vor mich hinspinne, irgendwann kommt ja auch der Endkampf. Und 100 Pro wird dieser Endkampf eine ganze Folge in Anspruch nehmen. Und da frage ich mich ganz einfach, wie mache ich es am besten? Sollte ich diese Folge noch so lange aufnehmen, bis ich eben vor der Tür stehe? Vor dem Boss? Oder kriegen wir noch eine Folge zusammen für... Ja, für eben bis zum Boss. Aber so viel ist ja nicht mehr. Ich meine, was könnte ich sonst noch zeigen? Wir könnten höchstens noch... Ne, eben nicht. Wir können gar nichts mehr machen. Ich denke... Ach, keine Ahnung. Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Vielleicht haben wir doch noch hier den einen oder anderen Weg, wo wir etwas länger überlegen müssen. Und wenn das Rätsel genauso blöd ist, wie gerade eben hier oben, dann kann es ja auch passieren, dass wir mal so für ein paar Minuten etwas länger überlegen müssen. Und somit hätten wir trotzdem eine Folge. Und ich habe schon wieder falsch gezeichnet. Leute, fragt mich nicht, warum ich hier falsche Wege zeichne. Das muss natürlich so aussehen. Ja, und schon wieder ein Kampf. Also die Kämpfe, die nehmen jetzt auch zu. Naja, ich könnte die Kämpfe übrigens auch wegschneiden, weil so interessant sind die ja nicht mehr. Weil ab einem gewissen Fortschritt wiederholt sich einiges, ganz klar. Gerade auch von der Strategie. Man macht sich jetzt hier nicht großartig die Mühe, um zu gucken, auf was der Gegner anfällig ist, um sich dann nochmal irgendwie umzurüsten. Ach hier, übrigens Grimoire-Steine. Ich war, als ich hier nach unten gelaufen bin, habe ich bei einem ganz normalen Kampf einen Moralboost Grimoire-Stein bekommen, der Stufe 8. Einfach so. Ohne, dass wir einen Fu besiegen mussten. Das fand ich auch sehr interessant, weil gerade Ariana kann es gebrauchen. Und das Schöne ist, dieser Grimoire-Stein, der hat noch einen netten Nebeneffekt, nämlich TP-Bonus. Würde mir zwar beim Endkampf nichts bringen, weil da nämlich nur am Ende, also nach einem Kampf, uns TP-Punkte regenerieren lässt. Aber hier fürs normale Durchspielen ist das ja nicht so verkehrt. Da kann die Ariana ein bisschen davon profitieren. Und wieso sind denn die Wege jetzt hier so komisch? Es ist und bleibt eben ein vermaledeites Labyrinth. Und hundertprozentig geht auch hier den Weg wieder falsch. Oder nee, da ist die Tür. Da ist tatsächlich die Tür. Ich guck mal hier oben, ob es da noch was gibt. Ja, wir sollen leise sein, sagt Bertrand, weil der nächste Kampf auf uns wartet. Ja, und schon wieder, es sind die gleichen Monster. Ja, hier, dann mache ich mal Shock Saber. Und ich hätte mich auch umrüsten können. Ja, auf einen schönen Volt-Formula-Skill. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Und kann das sein, dass Chloe das nicht schafft anzugreifen? Hat er die Fähigkeit, uns zurückschrecken zu lassen? Naja, ich hoffe, dass Ariana das irgendwie überleben wird. Ja, na bloß gut, wir konnten die Hände binden. Ja, wir enden es quickly. Oh, das war mutig. Oh, aber Flavio hat enorm Schaden gemacht durch eine Pierce-Attacke. Das muss man wissen.
Aber wie wundert, es sind ja auch fliegende Gegner gewesen. Aber dann schafft er es ja, den alleine wegzubouncen. Okay. Das muss ich mir für die Zukunft ein bisschen einprägen. Weil dann spare ich es mir mit dem guten Flavio auf diese gepanzerte, skorpionartige Figur draufzuhauen. Ja, dann wird der nämlich einfach sich um das Fliegenvieh kümmern. Und ich gehe durch die Tür, ja, weil ich will, wie gesagt, zur Abkürzung. Und, oh, hier, tatsächlich. Wir sind beim großen Raum angekommen. Wie nice ist denn das? Das heißt, wir haben es in einer Folge hier noch geschafft. Perfekt. Oh, ich gehe direkt mal hier rein. Und es wird noch nichts weiter erzählt. Hier gibt es keine Warnung. Ich könnte jetzt direkt den A-Knopf drücken, um die Tür zu öffnen. Mag ich aber nicht. Auf gar keinen Fall. Ja. Na, ist ja schön. Das heißt, wir haben hier kein weiteres Rätsel mehr. Dann mache ich so... Ja, ich schnippel das noch kurz hinten ran. Ich gehe hier nochmal rein, versuche herauszubekommen, wie wir das hier am optimalsten lösen. Und dann gibt es eine feierliche Verabschiedung und wir sehen uns im nächsten Teil, nämlich dann hier oben. Also noch einmal bis gleich. Ein letztes Mal willkommen zurück in der heutigen Folge. So sieht die Karte also erstmal aus, nachdem wir sie komplett abgegrast haben. Ominös fand ich diesen Gang hier unten. Weil hier gab es nichts. Ich habe mir wirklich alles kleinstlichst angeguckt und ich habe keine Ahnung, warum hier so ein derbar langer Gang ist. Echt kein Plan. Ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ist das der eine Gang, den wir von Anfang an schon kannten. Könnt ihr euch noch an die ersten Folgen erinnern, wo wir das erste Mal zum Fafnir wurden? Da sind wir ja einen sehr, sehr langen Gang geradeaus gelaufen, bis wir dann zum Schwarzen Guardian gekommen sind. Es könnte sein, dass das Spiel sich gedacht hat, hier, wir nutzen einfach mal so einen langen Gang, um den dort das erste Mal ja auch entlang laufen zu lassen, den guten Fafnir Knight. Aber ich habe echt keine Ahnung, vielleicht kommt später nochmal irgendetwas Interessantes oder eine weitere Tür nach unten oder nach oben. Ich habe echt keinen Plan. Ist auch egal. So, wie kann man jetzt hier oben das Ganze angehen? Ich habe mir das nochmal genauer angeguckt und ich habe beim vierten Mal erst gecheckt, wie das Ganze funktioniert. Ich bin zweimal rein, musste fliehen. Beim dritten Mal habe ich extrem lange gebraucht, dass ich die Gegner hier hinter mich gelassen konnte. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, jetzt nimmt ihr dir ein bisschen mehr Zeit. Ich weiß ja, dass diese Typen hier, diese ganzen Fuß, uns erst automatisch verfolgen, wenn die uns zwei Felder im Voraus sind. Ich bin da direkt beim ersten Mal schon so clever gewesen und so lang gelaufen, dass sie uns nicht erwischen. Könnt ihr euch noch erinnern? Und dann bin ich ja hier blöderweise runtergelaufen. Wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen es irgendwie schaffen, dass ein Fu hier steht, wenn wir vor dem stehen. Das wird niemals passieren, wenn wir von hier nach unten laufen, weil da ist die Gefahr viel zu groß, dass der entweder hinter uns steht oder der eben direkt vor uns steht. Es wird nie passieren, dass wir hier stehen und der hier steht. Das ist, weiß nicht, also ich habe es zumindest nicht hinbekommen, halte ich für unmöglich. Da habe ich mir gedacht, naja, wenn ich jetzt hier lang laufe, kriege ich ja den schon mal hier hin. Dann laufe ich hier nach unten und dann war mein Plan, dass einfach der so schnell ist und hier hingehen wird, dass ich einfach immer nur hier von oben nach unten laufe, bis der eben hier angelangt ist. Hat zwar nicht ganz so funktioniert, aber das ist exakt die Strategie, die ausreicht. Pass mal auf. So, jetzt ist der Weg schon mal oben versperrt. Und jetzt gehe ich bloß in einer Tour hier von oben nach unten, bis der eben in die Bahn geht. Ja, mehr ist gar nicht zu tun. Mehr ist gar nicht zu tun. Und das passt vom Timing genau so, dass der da oben zwar jetzt losgelöst ist, ich aber trotzdem den Weg hier nach unten noch schaffe. Interessant, oder? Tja, hat nochmal knappe 5 Minuten gedauert, ehe ich das gecheckt habe. Aber ich hab's gecheckt und wer hier Schwierigkeiten hat, was ich sehr, sehr stark bezweifle, der kann es eben für sich nutzen. Ja, das war's für die heutige Folge. Im nächsten Teil geht's endlich gegen den Endboss der Hauptstory. Ich werde mich vorbereiten, auf alle Fälle. Ich werde ja wieder reingehen und ich werde auf 100%ig den Item-Trank benutzen, den Analysetrank. Und dann mal gucken, ob der wirklich einfach wird oder einfacher wird als der Endboss der Ruler of Heaven, den wir das letzte Mal halt hatten. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch. Also bis zum nächsten Mal und bis dann alles Gute und tschüss.